Einen eitrigen Pickel kennt jeder und hatte wohl jeder schon mal. Irgendwo am Körper habe ich jetzt bestimmt einen und sehr wahrscheinlich auch Sie. Je jünger ich bin, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Aber während die Pickel fast immer ungefährlich sind, kann Eiter auch zum Beispiel in Form eines Abszesses auftreten. Und dann wird es gefährlich. Wer jetzt glaubt, dass ich hier zeige, wie man Pickel ausdrückt oder irgendwelche Wundersalben drauf macht, der ist hier falsch und sollte leider weiterklicken. Ich spreche jetzt vielmehr einmal darüber, was Eiter ist, was man tun sollte, was vor allem Eiter im Körper für Gefahren macht und was an dem Satz dran ist, der Brei muss raus. Also, wenn das jetzt interessiert, einmal dranbleiben und gerne einmal das Video anschauen. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. In meinem Kanal möchte ich Ihnen medizinische und vor allem unabhängige Informationen und Tipps liefern. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt hier unten einfach meinen Kanal. Eiter setzt sich unter anderem aus verschiedenen Zellen zusammen. Egal jetzt, ob das ein Eiter, ein Pickel ist oder was Schlimmeres, was ich gleich erkläre. Er wird meist bei einer Infektion mit Bakterien gebildet. Was viele nicht wissen, Eiter befindet sich nicht nur auf der Haut, sondern kann sich auch innerhalb unseres Körpers, an Organen und auch sehr gerne in bestimmten Hohlräumen, die wir in unserem Körper haben, dort bilden oder dort sammeln. Und das nicht nur im Bauch, sondern auch zum Beispiel im Gehirn, aber auch im Analbereich. Dazu aber gleich mehr. Was ist Eiter? Eiter, lateinisch ausgesprochen oder gesagt Pus, ist eine Mischung, die sich aus verschiedenen Körperzellen und Flüssigkeiten zusammensetzt. Eiter entsteht meist im Rahmen von bakteriellen Entzündungen. Das sind eitrige Entzündungen. Und eitrige Entzündungen gehören dem Kreis der sogenannten exudativen Entzündung an. Ein eitriges Exudat, so sagt man das, enthält überwiegend weiße Blutkörperchen. Das sind ja die Abwehrzellen des Blutes, sogenannte Leukozyten. Und weitere Bestandteile von Eiter sind zum Beispiel tote Krankheitserreger, das sind die Bakterien, und zerfallene Zellbestandteile und Gewebe. Ursächlich für Eiter, und dabei ist es ganz egal, ob es nun ein Pickel ist, den man hat, auf der Stirn hat zum Beispiel, oder ein Abszess oder eine andere Erkrankung, sind fast immer Bakterien. Man kann sagen, Eiter entsteht überwiegend bei Keimbesiedlung des Körpers. Wie immer gibt es aber auch Ausnahmen, nenne ich auch gleich. Farbe, Geruch und Konsistenz des Eiters variieren abhängig von dem Erreger, welches Bakterium. Typisch ist eine gelblich-grüne Farbe, und je nach Krankheitserreger möglicherweise auch ein übler Geruch. Wer im OP arbeitet, schon einmal dabei war, wenn ein Chirurg so einen großen eitrigen Abszess aufschneidet und dann dieser ganze Brei rausläuft, weiß, wie unangenehm das riechen kann. Eitriges Sekret hat in der Regel eine zähe Konsistenz, kann aber auch dünn oder dickflüssig sein. Die drei Kriterien Farbe, Geruch, Konsistenz, was ich gerade schon gesagt habe, sollten bei der Diagnostik des Erregers berücksichtigt werden. Den Pickel kennt jeder von uns, aber welche richtigen Erkrankungen durch Eiter es gibt. Ich glaube, in dem Krankenhaus, in welchem ich arbeite, gibt es jeden Tag eine Operation wegen genau solcher Eiteransammlungen. Und dann stehen auf dem OP-Plan Begriffe wie Gelenkempyem oder Analabszess. Und was sich dahinter verbirgt, was das ist, genau auf diese typischen eitrigen Entzündungen gehe ich jetzt einmal ein. Krankheitsbilder mit eitriger Entzündung. Eitrige Entzündungen können sich von ihrem Entstehungsort aus im Körper verteilen, über die Blutbahn, Lymphe etc. und dann überall ausbreiten. Je nachdem, wie sich die Entzündung ausbreitet, lassen sich eitrige Entzündungen anhand von drei Typen unterscheiden. Das Empyem, den Abszess und die Phlegmone. Das Empyem. Bei einem Empyem handelt es sich um eine Eiteransammlung in einer Körperhöhle. Und diese Körperhöhle bestand schon vor der Eiterbildung und ist nicht durch diese jetzt erzeugt worden. Die Bakterien können entweder über das Blut, über die Lymphgefäße oder auf direkten Wege, also zum Beispiel, wenn man mit einem unsterilen Instrument, OP-Werkzeug an einem Gelenk operiert und dadurch in die Körperhöhle gelangen und dort eine Eiterbildung bedingen. Beispiel ist ein Gallenblasen-Empyem. Die Gallenblase befindet sich ja hinter der Leber und ist ein hohles Organ. Und füllt sich die Gallenblase mit Eiter, spricht man von einem Gallenblasen-Empyem. Dann gibt es noch ein zweites typisches Empyem und das sogenannte Gelenk-Empyem. Bei Eiterbildung im Gelenk
spricht man dann von diesem Gelenkempyem. Und dabei ist natürlich interessant, wie die Bakterien überhaupt ins Gelenk kommen. Manchmal nehme ich leider auch als Folge eines ärztlichen Eingriffes, zum Beispiel nach einer Gelenkspiegelung. Das muss man auch einmal ganz ehrlich sagen und darüber sollte auch immer vor einer Operation als Risiko aufgeklärt werden. Das war einmal jetzt das MPM und dann gibt es noch den sogenannten Abszess. Der Abszess, ähnlich wie bei einem eben beschriebenen MPM, beschreibt der Begriff Abszess eine Eiteransammlung in einer Körperhöhle. Und jetzt der Unterschied, die Höhle entsteht durch einschmelzendes Gewebe aufgrund der Entzündung. Der entscheidende Unterschied ist also, dass die Körperhöhle durch den Abszess entsteht. Sie bestand vorher noch nicht, wie bei der Gallenblase, bei dem Gallenblasen-MPM, wo ja das, die Gallenblasenhohlraum ist. Typische Beispiele sind ein Hirnabszess, aber auch ein Leber- oder Lungenabszess. In der Leber haben wir ja keine Hohlräume. Sowie sehr oft auch ein Abszess im Analbereich. Ein Hirnabszess kann zum Beispiel die Folge eines Unfalls sein, aber zum Beispiel auch, und das ist interessant, im Rahmen einer Mittelohrentzündung auftreten. Das ist natürlich selten, aber kann. Daher ist zum Beispiel bei einer Mittelohrentzündung damit nicht zu spaßen und auch ein Grund, warum man Antibiotika verschreibt, gerade wenn sie relativ weit fortgeschritten ist. Ein Lungenabszess wiederum kann Folge einer Lungenentzündung sein. Kurz noch zum Analabszess. Er ist auf entzündete Drüsen, die sogenannten Proktodealdrüsen, die sich zwischen den Schließmuskeln befinden, zurückzuführen. Und von diesen Drüsen aus breitet sich die Entzündung aus und es bildet sich Eiter. Es kann jeden von uns treffen, aber, das weiß man auch, oft sind es Männer so im Alter zwischen 30 bis 50 Jahren. Und eine weitere Form ist dann zum Beispiel noch der Hautabszess. Und im Gegensatz zu den anderen genannten Abszessen erkennt man diesen ja oft von außen. Und oft wird man sehr beunruhigt und geht dann zum Arzt, teilweise auch in die Notaufnahme. Auch das habe ich schon erlebt. So viel zu den Abszessen. Zum Kreis der eitrigen Entzündung gehören als dritte Gruppe die Phlegmone. Die Phlegmone. Phlegmonen werden durch Keime ausgelöst, die sich gut im Gewebe und in der Haut ausbreiten können. Man unterscheidet eine oberflächliche Phlegmone, also nur die Haut betreffend, von einer tiefen Phlegmone, die bis zur Muskelschicht reichen kann, die tief in unseren Körper geht. In den meisten Fällen wird eine Phlegmone durch zwei Bakterien, nämlich die Streptokokken oder Staphylokokken, ausgelöst. Das ist wichtig, wenn man die dann behandelt, um auch die richtigen Antibiotika zu geben. Die Bakterien können auf verschiedene Wege in den Körper gelangen und eine Phlegmone verursachen, zum Beispiel durch Infektion oder Verletzungen. Hier habe ich einmal kurz was dazu zusammengeschrieben, gerne einmal anschauen. Es gibt Körperstellen, an denen Phlegmonen besonders häufig auftreten. Dazu zählen unter anderem die Regionen um den After, Beine und auch Augenhöhlen. Vielleicht haben Betroffene schon einmal davon was gehört oder Sie als Angehörige, eine sogenannte Orbitaphlegmone. Für Betroffene auch teilweise sehr beängstigend, natürlich, weil gerade Verletzungen oder Probleme mit den Augen einem ja sehr viel Angst machen. Gerade auch Angst davor zu erblinden. Und jetzt ganz wichtig, als gefürchtete Komplikation einer Phlegmone, egal jetzt wo, gilt die Sepsis, also eine Blutvergiftung. Die Giftstoffe der Bakterien können sich in unserem ganzen Blut ausbreiten und dann kann es lebensgefährlich werden. Gerne einmal mein Video zur Blutvergiftung auch anschauen. Immerhin ein sehr, sehr häufiger Todesgrund. Es gibt noch weitere Krankheitsbilder mit eitriger Entzündung. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, diese ganzen Typen und Arten zu unterscheiden, auch zu kennen. Hier habe ich einmal eine Liste gemacht. Auf zwei gehe ich jetzt aber noch einmal ein, da es viele von uns betrifft. Akne und Furunkel. Kurz zum Furunkel. Über den Haarfollikel ist ein Haar in der Haut befestigt. Dieses Haar befestigt hier in der Haut über ein Follikel. Eine Entzündung des oberen Haarfollikels bezeichnet man als Follikulitis. In den meisten Fällen ist das Bakterium Staphylococcus aureus der Auslöser für die Infektion. Auch wieder wichtig bei der Behandlung, damit man das richtige Antibiotikum nimmt. Breitet sich die Infektion weiter in den gesamten Follikel einschließlich in das Gewebe drumherum aus, so spricht man dann von einem Furunkel. Daraus kann dann sogar noch eine Stufe mehr, das sogenannte Karbunkel, entstehen. Und bei dieser Entzündung sind dann mehrere Haarfollikel betroffen. Und noch eine Erkrankung. Die Acne vulgaris oder Akne, wie man es gemein sagt, ist eine entzündliche Hauterkrankung, die vor allem während der Pubertät weit verbreitet ist.
Im Verlauf können sich Mitesser, eitrige Pusteln und auch Narben ausbilden. Mehrere Faktoren sind an der Entstehung dieser Hautläsion bei Akne beteiligt, unter anderem die Talgdrüsen und Bakterien auf der Haut. Das ist das, was jeder von uns kennt. Und letztlich, also auch hier gilt wieder, Eiter bestehend aus weißen Blutkörperchen, Geweberesten, den Bakterien etc. Und das Ganze verursacht durch die Bakterien und deren Giftstoffe. Wenn wir jetzt schon einmal bei der Haut sind, hier eine Ausnahme. Es gibt auch die Möglichkeit von Eiter bzw. Pickeln ohne Bakterien, nämlich bei einer bestimmten Form der Schuppenflechte, bei der sogenannten Psoriasis pustulosa, kommt es zur starken Pustelbildung. Steckt ja auch in dem Wort mit drin. Und genau diese Pusteln stellen als Eiteransammlung in der Haut sich dar und dieser Pustelinhalt ist steril. Das heißt, der Eiter entstand nicht oder kommt nicht von einer bakteriellen Infektion. Vielmehr ist der Eiter ja eine Folge einer Autoimmunreaktion des eigenen Körpers. Therapie von Eiter und Eiteransammlungen. Wie sieht nun bei den diversen Arten die Behandlung aus? Prinzipiell gilt immer der Leitsatz, wo Eiter ist, da entleere ihn, beziehungsweise umgangssprachlich gesagt, der Brei muss raus. Das heißt, bei Abszessen, Empyemen etc. muss durch eine Operation der Eiter entfernt werden. Manchmal macht man auch eine Punktion oder eine Drainage. Das hängt davon ab, an welcher Stelle das Eiterproblem ist. Und da, wie ich gesagt habe, Bakterien fast immer die Ursache sind, ist eine Antibiotikatherapie unabdingbar. Man muss natürlich wissen, welche Bakterien der Auslöser sind und das entsprechende Antibiotikum dann geben. Wenn man nicht so handelt, dann kann sich der Eiter ausbreiten und letztlich zum Beispiel zu einer Blutvergiftung und damit auch zum Tod führen. Abgesehen davon, dass zum Beispiel ein Analabszess oder eine eitrige Entzündung an anderen Körperstellen auch extrem schmerzhaft und unangenehm natürlich ist. Auf unsere Pickel bezogen, die wie gesagt auch aus Eiter bestehen, rausdrücken ist gut, da dann der Eiter rauskommt. Ich erinnere an den Spruch, den ich gerade gesagt habe. Jedoch ist meist das Problem, dass durch das Rumgedrücke sich der Pickel weiter entzünden kann und sich das Problem verschlimmert. Das Drücken sollte also gekonnt sein. Aber mit Komplikationen, schlimmen Komplikationen, ist in der Regel nicht zu rechnen, da es ja nur sehr kleine und oberflächliche Eiteransammlungen sind. Drückt man aber viel oder zu viel rum und falsch, entzündet sich das Ganze oder kann passieren, dass sich das entzündet, dann muss man auch aufpassen, dass es sich nicht weiter ausbreitet und auch nicht irgendwie tiefer geht. Mehr dazu aber können bestimmt viele der Beauty-Blogger und auch andere YouTuber sagen. Wenn mein Beitrag jetzt einmal gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinung hierzu, dann schreiben Sie mir diese gerne hier direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.